Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video, wieder zum Thema binäre Optionen. Auf der linken Seite wie immer hier das Template und da werde ich wieder versuchen, mir etwas Schönes herauszusuchen, wo ich versuchen werde, bei meinem Broker Option Web hier, wenn ich auf 60 Sekunden gehe, zwei Zeitfenster gegenüberzustellen. US-Dollar, Schweizer Franken, schade, wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Bin ich leider zu spät. Sprich, ich möchte versuchen, die 60 Sekunden und wieder die 5 Minuten Option, sprich die 300 Sekunden, hier zu handeln. Und dazu suche ich mir eben hier ein schönes Währungspaar. Ja, wie Schweizer Franken, US-Dollar, Schweizer Franken. Er kommt wieder nach unten. Hier wäre mein Einstiegspunkt gewesen. Ist leider nach oben gezogen. Aber jetzt kommt er wieder hier in meine Nähe, wo ich ihn gerne hätte. US-Dollar, Schweizer Franken. Sieht man auch hier. Okay. Und jetzt werde ich hier auf alle Fälle die 5-Minuten-Option setzen, die erste. Eine Call-Option, US-Dollar, Schweizer Franken. Warte wieder, 290, hier der Einstiegspunkt. Setz den zweiten. Der nächste. Wieso auch hier, beziehungsweise bei den 5 Minuten, denn wenn ich hier oben umstelle, siehst du, dass auch hier die 5 Minuten Candle den unteren Rand des Bollinger erreicht hat und in Richtung nach oben zieht, auch hier bei den CCIs. Und jetzt werde ich noch einen hier abfeuern. Und jetzt sehe ich mir an, wie er sich hier verhält. Ob er wieder nach unten kommt. Der nächste, einen kann ich noch. Wie er jetzt hier das Thema Mittelband behandelt. Okay. Dann kann ich hier noch den 10. Trade abfeuern und stelle um auf die 60 Sekunden. Und gehe in die 60 Sekunden Optionen. Der erste. Der zweite, denn jetzt denke ich, wird er das Mittelband überschreiten. Und hoffentlich weiter nach oben ziehen. Der letzte. Okay, hier unten 5 Sekunden, 1, 2, 1, 2, 1 Sekunde, knapp.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bei den 60 Sekunden, okay. Und hier unten 10. Einer im Gewinn schon. Einer im Putt, okay. Einer bis jetzt im Gewinn. Und auch hier der Kurs schön über das Mittelband in Richtung oberes Bollinger Band gezogen. Deshalb beginne ich dann immer gerne, wenn der Einstiegspunkt noch nicht bzw. mich noch nicht so überzeugt hat, gerne immer mit der 5-Minuten-Option, da hier beziehungsweise das Zeitfenster eben größer ist und ich etwas mehr Zeit habe, den Kurs zu verfolgen. Bis jetzt einer im Gewinn und hier dürfen ein paar Putt dabei sein, sehe ich. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sogar. Okay, perfekt, 10 im Gewinn, beziehungsweise 9 im Gewinn. Einer war ja im Putt und hier unten der erste im Gewinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun noch. Jetzt muss ich, denke ich, einmal mitnotieren. Okay. Einen Putt, wie gesagt, den lasse ich außen vor. Den zähle ich natürlich nicht mit. Die 5 Euro. Okay, und hier ein Verluststride. Einer im Verlust bis jetzt von den 10 hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Den 11. von den 60 Sekunden, wie gesagt, war ein Putt. Der zweite Trade, deshalb zähle ich den jetzt nicht. Und er schiebt schön weiter nach oben. Perfekt gelaufen. US-Dollar, Schweizer Franken. Und hier 5 Euro und 8,35, genau. 8,35 €. Ich denke, der müsste im Gewinn stehen. 8,35 € im Payout, sprich
hätten wir dann hier 9 gewonnene Trades bei den 5 Minuten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da mache ich allerdings noch schnell okay und bestätige den Gewinn. Und hier den 10. Der bekommt das Minus. Okay, wunderbar. Ich sehe schon, das wird eine gute Quote werden. Okay, hier hinten die 85 Euro. Als Zwischenumsatz hier die 10 mal die 8,50 sind natürlich die 85 und dann das Rechentool. Der zweite Umsatz bei den 300 Sekunden, sprich 5 Minuten. Die 8,35 Euro mal 9 Gewinner-Trades sind hier 75,15 Euro. Und jetzt kommt wieder die Bilanz. Okay, Einsatz, Doppelpunkt, der Gewinn, Doppelpunkt und der Umsatz, Doppelpunkt. Ja, Gewinnquote. Und dann der Einsatz. Okay. Der Einsatz sind die ganzen Trades, sprich die ersten 11 60 Sekunden Trades, aber der erste war Putt, okay, habe ich nichts verloren, nichts gewonnen. Deshalb lasse ich dann hier die 10 stehen. 10 sind natürlich die 50 und hier unten auch die 10 5 Minuten Trades sind wir natürlich dann bei einem Einsatz von 100, von 100 Euro. Dann der Umsatz, die 2 zähle ich zusammen, 85 plus die 75, na, Komma 15 ist gleich 160. 160,15. Und jetzt natürlich minus die 100. Dann kommt hier natürlich okay, 60,15 dabei raus. Und jetzt die Gewinnquote. Gewinnquote 100 durch wieder die Gesamtanzahl der Trades, das sind in diesem Fall 20, durch die 20 und jetzt mal die Gewinner-Trades sind 19. 19 ist gleich 95% Gewinnquote. Ja, ideal, perfekt. Und das alles hier auf ein Währungspaar innerhalb von diesen 10 Minuten mit 5-Euro-Beträgen. Mit Hilfe der Serienstrategie natürlich, die schlägt hier nochmal gut zu. Und auch hier eben mit Hilfe von diesem Tool hier habe ich diese Situation bzw. den Einstiegspunkt gesehen. Dieses Template, ja, kannst du wie immer von mir kostenlos bekommen. Der genaue Weg dorthin, die Bedingungen, die ich daran geknüpft habe, nimmst du wieder, ja, meiner Webseite, den Link hast du unten. Und hast du Lust, dann kannst du es von mir bekommen. Und du bekommst von mir das Ganze per E-Mail zugesendet. Noch zusätzlich mit ein, zwei Erklärungsvideos, die dir helfen sollen, damit das Ganze auch schnell funktioniert. Gut, das war's wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch wieder alles Gute und viel Erfolg. Macht's gut. Ciao.